herzlich willkommen heute aus Geitelde. Ich bin hier nicht alleine, sondern ich habe Ronja wieder als Unterstützung dabei. Und wie ihr schon seht, befinden wir uns heute in der Küche. Und wir haben uns überlegt, wir möchten mit euch gerne ein paar Muffins backen. Und da hat Ronja ein ganz tolles Rezept rausgesucht. Und die Muffins heißen? Die heißen Bananenmuffins mit Schokokern. Und erstmal auch ein Hallo von mir. Ich würde euch jetzt immer mal erzählen, was man dafür braucht und auch wie die Reihenfolge der Schritte ist. Und zuallererst würde ich mal durchgehen, was die Zutaten sind. Und zwar braucht man für eine einfache Portion, also für 12 Förmchen, 2 Bananen, 150 Gramm Joghurt, 75 Gramm Margarine, 2 Eier. Stand bei den Eiern, steht, ist da eine Größe angegeben? Nein, ich gehe von M aus, aber da steht nicht dabei, wie groß die sein sollen. Dann 250 Gramm Mehl. Ganz normale, Typ 405. Ein Päckchen Backpulver. Ein Päckchen Vanillezucker. Eine Prise Zimt. Ein Teelöffel Süßstoff steht hier. Wir haben uns aber für Zucker entschieden. Also ein Teelöffel Zucker und 12 Teelöffel Nutella für den Schokokern. Hier nochmal ein ganz großes Dankeschön an das Kreisjugendwerk. Die haben uns das Nutella sozusagen gespendet. Das wurde aus einer Food-Saving-Aktion, also das wurde sozusagen gerettet, bevor es weggeschmissen wurde. Und vielen, vielen Dank nochmal dafür. Genau. Ihr seht also, das sind alle Zutaten, die wir so brauchen. Und wir haben uns entschieden, damit wir auch genügend Muffins haben, machen wir die dreifache Menge. Genau, deswegen seht ihr von allen Zutaten etwas mehr. Genau, als erstes, der erste Schritt war... Es fängt an, Bananen zerdrücken. Bananen zerdrücken, super. Hände sind vorab gründlich gewaschen, ganz wichtig, immer bevor man irgendwas mit Lebensmitteln macht. Dann pellen wir jetzt einfach einzeln die Bananen und zerdrücken die. Im Rezept steht ja für die einfache Menge 2 und da wir die dreifache Menge machen, haben wir 6. Wie bist du auf das Rezept gekommen oder gab es einen bestimmten Grund, warum du das Rezept gewählt hast? Ich wusste ja schon von dem Nutella, was wir möglicherweise haben könnten oder was wir auch bekommen haben jetzt im Endeffekt. Und da dachte ich, dass sich ja irgendwie ein Schokokern gut anbietet und sich auch immer gut in Muffins macht. Das heißt, man hat immer ordentlich Schokolade oder einen schokoladigen Geschmack dabei, aber ohne sich seine Finger dreckig zu machen. Das stimmt. Und die Bananen fand ich irgendwie... geben wir immer noch was Fruchtiges mit dazu. Also ich habe bei chefkoch.de, was einer meiner liebsten Seiten ist für Inspirationen, was das Kochen und Backen angeht, da habe ich Muffin mit Schokokern eingegeben. Und das war, glaube ich, schon auf der zweiten Seite zu finden und hat mich überzeugt. Es ist auch ein ganz einfaches Rezept, was ja, mir immer zugute kommt. Und deswegen dachte ich auch, das ist gut zu Hause zum Nachmachen, weil man nicht so viele Schritte hat, die man zu beachten hat, wo man dann vielleicht durcheinander kommen kann, sondern genau eine ganz klare Linie, an der man sich dann orientieren kann. Ja, wie ihr schon seht, das mit dem Zermatschen geht einfacher, je reifer die Bananen sind. Also nehmt auf jeden Fall Bananen zu Hause, die schon vielleicht auch ein paar braune Stellen haben. Diese hier sind jetzt frisch erst gekauft sozusagen. Ich habe darauf geachtet, dass sie schon reif sind, aber wie ihr am Zermatschen seht, manche haben noch ganz schön viel Widerstand. Aber man muss einfach Geduld mitbringen und dann zermatscht man das alles ganz in Ruhe. Genau. Was man natürlich im Vorfeld auch schon machen kann, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, das mache ich im Anschluss. Man kann, bevor man anfängt, die ganzen Sachen zusammenzurühren, natürlich auch schon den Ofen vorheizen. Dann kann es dann hinterher direkt mit dem Backen losgehen. Wie waren da die Backeinstellungen? Das sind 200 Grad Celsius. Okay.
Ich gehe von Umluft aus, weil das ja oft beim Backen der Fall ist. Ja. Sieht schon aus etwas breiig aus, ein Bananenbrei. Und das waren erst die Hälfte der Bananen, also ich muss noch mal so viele. Steht in dem Rezept, wie fein die sein müssen? Nee, steht auch nicht dabei. Aber ich glaube, das ist auch nicht schlimm, wenn da ein paar Stücke mit dabei sind oder wenn das auch verschieden breiig gemacht wird, dann hat man ja am Ende noch ein paar Bananenstücken, wenn man das nicht so doll macht. Ich würde das jetzt tatsächlich so lassen und schon mal in unsere große Rührschüssel geben. Wir haben uns hier für einen Topf entschieden, weil wir gedacht haben, mit der dreifachen Menge könnte es schwierig werden in der normalen Rührschüssel. Dass sie dann einfach zu voll wird und wir dann viel schmieren. Genau. So, dann kommen jetzt noch die letzten drei Bananen. Falls ihr euch wundert, hinter mir steht ein Mülleimer. Also ich schmeiße die Bananenschalen jetzt nicht einfach nur durch die Gegend. So, es hat sich gut bewährt, die Folien in der Mitte einmal so durchzuteilen oder auch in mehrere Stücke. Nicht wundern, ich bewege gerade einmal die Kamera, damit man das gut sehen kann. Und dann zerdrückt man einfach. Ich denke, man könnte bestimmt auch einen Löffel nehmen, ich bin es mit der Gabel gewohnt. So wie man das einfach kennenlernt von früher. Ich habe früher ganz oft mit meiner Oma zusammen gebacken und die hat das immer mit einer Gabel zerdrückt. Aber wie gesagt, es geht auch einfacher, je reifer die Bananen sind. Diese hier sind jetzt noch nicht so super reif. Und dann klebt es auch schön an der Gabel. Das ist ein bisschen Matschepampe. Genau, die Finger werden dann auch glitschig mit der Zeit. Das heißt, es kann auch mal passieren, dass er mal von der Gabel abrutscht. Oder ihr könnt auch mal die Hand wechseln. Wer zu Hause jetzt einen Mixer hat, dem empfehle ich, den Mixer zu nehmen. Es geht schneller und ist nicht so aufwendig. Wir haben aber keinen Mixer. Dementsprechend machen wir es hier händisch. Ich sage euch jetzt schon, wenn der Arbeitsschritt durch ist, freue ich mich. Das gibt bestimmt Muckis. Genau, Ronja stellt euch wieder zurück. Wir werden euch heute im Verlauf einfach immer mal wieder mit der Kamera mitnehmen, damit ihr auch einen schönen Einblick sozusagen in die einzelnen Schritte habt, die wir machen. So, das letzte Bananenstück muss jetzt auch noch klein gemacht werden, dann haben wir es. Aber ich finde, das sieht jetzt schon total lecker aus, auch wenn es noch nicht viel mit Muffins zu tun hat. Allein die zerkleinerten Bananen, echt. Genau, das könnte man jetzt ja quasi auch, damit könnte man auch eine Quarkspeise machen. Wenn man die zerkleinerten Bananen jetzt einfach in Joghurt oder in Quark einrührt, dann hat man eine Bananenquarkspeise. Also Bananen sind ja da ganz vielseitig einsetzbar und auch sehr gesund. So. Die 6 Bananen sind fertig. Super. Was kommt als nächstes? Als nächstes kommt der Joghurt. Der Joghurt. Wie viel Joghurt? Das 450 Gramm waren das, meine ich, ne? Genau, richtig. 450 Gramm Joghurt. So, den tun wir direkt hier rein. Wir haben hier die Küchenwaage. Dann stellen wir den Topf jetzt einfach drauf. Dann machen wir sie an.
Hier haben wir den Joghurt, hier sind 500 Gramm drin, das heißt, wir brauchen nicht alles, nur ein bisschen bleibt über. Die Waage zeigt jetzt 0 an, jetzt kippe ich den Joghurt einfach drauf, bis wir bei 450 angekommen sind. Wie viel war es? 450 Gramm. Nochmal schnell nachgefragt. Nochmal schnell nachgeguckt. Bei 422 sind wir jetzt. 426. Der Rest, der da drüber, der überbleibt, den löffeln wir ich gleich noch aus. Wir wollen ja hier nichts umkommen lassen. So, 441 habe ich jetzt. Da passt noch, geht noch was. Kann ich dir sonst einen Löffel anbieten? Jetzt schon. Schon erledigt, okay. So eben, zur Sekunde. Genau, jetzt haben wir sozusagen hier den Joghurt und das Bananenmus. Genau. Als nächstes kommt die Margarine. Ah, gut, dann können wir die Waage gleich stehen lassen. Setzen Sie wieder auf 0. Das sind 225 Gramm, die man da braucht. Wir haben hier 500 Gramm, also brauchen wir circa die Hälfte. 225. Stand in dem Rezept. Meistens soll die Margarine schön Zimmertemperatur haben. Dann lässt sie sich auch einfacher verrühren. Man könnte hier bestimmt auch Butter nehmen, aber wir halten uns ans Rezept. Das sagt, mit Margarine soll das gemacht werden. 215. Ha. Jetzt kommen die Eier. So, 5 Eier drin. Einmal kurz die Hände waschen. Und dann verrühren wir das gleich. In der Zwischenzeit den Backofen anstellen. Ronja, genau das gleiche habe ich auch gerade gedacht. Ah, super. Ich wollte gerade fragen, bei welcher Temperatur war das nochmal? Das waren 200 Grad. Wir nehmen erstmal alle Bleche, die noch drin sind, raus. 200 Grad. Soll ich dir die abnehmen? Die stelle ich, das unser Backofen hat hier unten so ein tolles Fach. Okay. Tatsächlich. So eine Schublade, da kann man alles drin verstauen. Genau. Und wir machen Umluft oder Ober-Unterhitze? Ich hätte Umluft gewählt. Dann machen wir Umluft. Das ist ja eigentlich so die Grundeinstellung. Also der Ofen ist jetzt auf 200 Grad Umluft eingestellt und heizt vor, während wir anfangen, unsere Masse zu verrühren. Sozusagen.
sagen, das reicht. So, jetzt einfach stehen, dann kann das abtropfen. Und dann schauen wir mal, was als nächstes dran ist. Als nächstes kommt das Mehl. Kommt das Mehl. Ich nehme mir nochmal einen kleinen Teller, damit ich das unterstellen kann. Ich möchte die Rührstäbe jetzt noch nicht abmachen. Deswegen stelle ich da jetzt einfach so einen Teller drunter, dann kann das vor sich hintropfen und stört nicht. Genau. Dann kommt der Topf wieder auf die Waage. Das Mehl. Und zwar 750 Gramm brauchen wir da. 750 Gramm. Wir verbrauchen erstmal die angefangene Packung Mehl und ergänzen dann gegebenenfalls noch mit dem anderen Mehl, was wir gekauft haben. So, mal gucken, was hier noch drin ist. Das sind ja keine 750 mehr. Also kann hier eigentlich so alles rein. 392, sagt die Waage, waren hier noch drin. Deswegen haben wir jetzt auch den großen Topf gewählt, wie ihr schon seht. Es wird eine ganz schöne Menge Teig. Wenn ihr zu Hause die einfache Menge macht, reicht aber eine Rührschüssel. Jetzt sind wir bei 710. So. Mehl. Jetzt rühren wir das Mehl unter. Jetzt eigentlich umgedreht. Jetzt kommt von noch. Dem Rezept. Eigentlich kenne ich das so, dass man immer erst den Zucker reinrührt. Noch bevor wir den Rest reinrühren, brauchen wir noch das Backpulver. Das wird gleich mit untergerührt. Das sind 3 Päckchen, die wir da brauchen. Für die dreifache Menge, für die einfache dann nur 1. Genau, Trick 17, um das dann gut rauszukriegen, oben anfassen und die Tüten einfach so ein bisschen schütteln. Hat sich das Backpulver nach unten abgesetzt und dann kann man, mit 3 ist es jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, aber kann man beide gleich aufreißen und dann wieder in 1 rein. Das ist mal ein anderes Rezept heute, ich bin gespannt. Ich kenne es so, dass man Mehl und Backpulver ganz zum Schluss reingibt in den Teig. Auch so ein Erfahrungswert von meiner Oma. Ich bin gespannt, wie das jetzt hier wird. Der Vanillezucker kommt auch gleich noch mit rein. Hier auch hier wieder. Genau, auch wieder 3 Pakete. Aufpassen, dass einem die Pakete nicht reinfallen. Wäre aber auch nicht so schlimm, könnte man wieder rausangeln. Dann noch 3 Prisen Zimt für die dreifache Menge. Sonst 1 Prise. 1. 2. 3 würde ich sagen. Einverstanden, Ronja? Das sah gut aus, ja. Gut. Und noch das Süßungsmittel. In unserem Fall der Zucker. Also kommt das Ding wieder auf die Waage. Ich stelle wieder auf 0. 3 Teelöffel. Das ist ja gar nicht viel. Das ist ja gar nicht viel. Und das dann auch die Erklärung, warum jetzt schon das Mehl kommt, weil gar nicht so viel Zucker kommt. Teelöffel hast du gesagt, ne? Teelöffel, genau. 3 Teelöffel. Ich glaube, das ist gar nicht so viel Zucker, weil so viele Bananen drin sind. Korrekt. Und Bananen ja auch sehr viel Süße und sehr viel Zucker selber schon enthalten. Was dann ja quasi, ja, da braucht man nicht mehr so viel Zucker, um die Muffins süß zu kriegen. Und wir haben ja noch den Nutella-Kern. Das stimmt. So, dann geht's jetzt wieder ans Verrühren. Ronja nimmt euch bestimmt gleich nochmal mit. Ist ja auch ein tolles Rezept, wenn man das einfach alles so schnell verrühren kann. Da muss man gar nicht groß drauf achten. Ich fange langsam an. Ihr seht schon, das Mehl, das staubt immer so leicht hoch. Wird ein bisschen bröseliger, jetzt mache ich mal höher.
auch ein bisschen. Also wenn eine Schürze zu Hause hat, der zieht eine Schürze an, dann sind die Klamotten hinterher nicht so dreckig. Das sieht, finde ich, schon richtig gut aus. Ich würde gleich nochmal einfach mit dem Teigschaber das so ein bisschen vom Rand abkratzen. So, dann kann das hier schon mal abtropfen. Dann hole ich in der Zeit mal den Teigschaber. Ach Moment, der steht ja schon hier draußen. Noch einmal kurz drüber waschen. Genau, weil während des Lockdowns und auch während Corona durften wir leider keine Backangebote oder Kochangebote gemeinsam mit euch machen. Da ist der ein bisschen eingestaubt. Und jetzt schiebe ich das einfach so ein bisschen. Mache ich mir wieder einfach, den stelle ich hier wieder drauf. Und dann schiebe ich das einfach so ein bisschen vom Rand runter, denn wir wollen ja nichts von diesem leckeren Teig, den wir jetzt gemacht haben, verschwenden. So, und dann kann man das Ganze noch mal so ein bisschen durchrühren, um auch zu gucken, ob man alle Zutaten gut vermengt hat. Aber das sieht super aus, wie ich finde. Es riecht auch schon sehr lecker nach Banane. Ich würde sagen, der Teig ist fertig. Sieht sehr gut aus. Ich würde die Kamera einfach mal in der Hand behalten. Jawohl. Denn die nächsten Schritte sind auch von hier besser zu erkennen. Beziehungsweise ich nehme euch einmal mit, einmal um die Theke. Können ja, wir auch noch die Müllstäbe jetzt nicht mehr brauchen. Mache ich die jetzt raus und lege die auf den Teller. Hier freuen sich dann immer die Leute, die gerne Teig essen. Die können dann diese Rührstäbe ablecken. Heute kommen Ronja und ich in den Genuss. Machen wir dann später. So, wie ihr seht, sind die Bleche schon vorbereitet. Wir haben uns dafür entschieden, pro Blech 12 Förmchen zu benutzen, weil die dann noch ein bisschen Platz haben. Aber genau, das Blech dann auch auf jeden Fall trotzdem ausgefüllt ist. Und davon haben wir 3 Stück vorbereitet. Man sieht gerade 2, das andere ist noch versteckt. Genau. Ich würde jetzt quasi von dem Teig immer eine kleine Menge, so einen Esslöffel, schon mal unten in die Förmchen reingeben. Ich mache das immer gerne mit 2 Löffeln, dann kann man den Teig vom anderen Löffel wieder runterschieben. Einfach so ein bisschen nehmen. Und dann runterschieben. Das wird sich bestimmt mit der Zeit noch mittig verteilen. Wenn nicht, helfe ich nachher noch ein bisschen nach. Wie man, glaube ich, ganz gut erkennen kann, sind das Papierförmchen, die wir heute zum Backen nehmen. Und zwar bietet sich das an, falls die Besucher, die nachher vorbeikommen, die natürlich eingeladen sind, mit uns Muffins zu essen, falls die auch gerne einen mitnehmen wollen oder ihn nicht direkt, sondern lieber später essen wollen. So. Genau, was ich erzählen wollte, Papierförmchen nutzen wir deswegen, weil dann die Kinder und Jugendlichen, die nachher vorbeikommen, die Muffins dann gerne mitnehmen können. Ohne dass sie sich zum einen die Finger damit ja, schmutzig machen, aber auch dann kann man sie besser transportieren. Und weil, genau, es gibt ja noch so Silikonförmchen, die würde man dann ja hier in der Einrichtung behalten. Deshalb die Papierförmchen, die haben sich gut angeboten. Und die hatten wir auch noch tatsächlich. Genau. Wir sind jetzt schon beim zweiten Blech angekommen. Ich habe gedacht, ich mache das jetzt mit allen erstmal hintereinander weg. Dann muss man nicht immer so die Geräte hin und her wechseln. Wenn wir jetzt quasi in Eile erstmal den Teig füllen, dann kann dann das Nutella auf alle drauf und dann wieder der Teig nochmal zum Schluss oben drauf. Das kann aber auch jeder machen, wie er möchte. Ihr seht schon, es ist auch nicht bei jedem gleich viel drin. Ich denke, das ist auch nicht so schlimm. Wichtig ist, dass es einfach eine Basis gibt, damit die Schokoladen,
oder Nuss-Nougat-Creme, die da dann gleich reinkommt, nicht direkt schon unten auf dem Boden sozusagen ist, sondern dass sie in der Mitte sich sozusagen dann hält und man wie so einen flüssigen Schokoladenkern in den Muffins hat. Da bin ich nachher auch ganz gespannt drauf. Vielleicht können wir dann, wenn sie gebacken sind, einfach mal einen in der Mitte durchschneiden, um zu testen, wie das geworden ist. Das fände ich ganz cool. So, einmal wechseln. Vielleicht nochmal drei. Und wie ihr seht oder vielleicht auch noch nicht gesehen habt, zieht euch auf jeden Fall eine Schürze an. Schon ein bisschen so eine fast meditative Arbeit, finde ich. Ich backe unheimlich gerne und es macht mir unheimlich viel Spaß. Ich esse dann natürlich auch gerne das, was ich gebacken habe. Es gibt ja auch Leute, die verschenken das dann gerne. Das passiert bei mir meistens nicht, weil es gar nicht so lange überlebt. War mir ein bisschen wenig drin, packe ich noch ein bisschen was drauf. Wir haben auch noch reichlich Teig. Sehe ich gerade. Korrekt. Das ist ein bisschen schräg. Jetzt gucke ich noch mal im Nachgang, in welches Förmchen vielleicht noch so ein bisschen reinpassen könnte. Hier könnte zum Beispiel noch ein bisschen was rein. Und dann ergänze ich einfach noch, tue noch ein bisschen dazu. So einfach nach Augenmaß. Wo man denkt, da kann auf jeden Fall noch was rein. Das mache ich jetzt mit allen drei Blechen nochmal. Ronja hat ja den Hinweis gegeben, wir haben auf jeden Fall genug Teig. Ich muss jetzt nicht so sparsam sein. Wenn ich mich nicht täusche, steht im Rezept, dass man grob die Hälfte quasi für die Schicht, die unter dem Schokokern ist, nehmen kann. Also wenn man dafür für das erste Befüllen ungefähr die Hälfte nimmt, ist man grob da beim Rezept. Ich glaube, da kannst du fast überall noch einen zweiten Löffel reintun. Ich dachte, da soll nur so ein Esslöffel unten rein, aber dann kann ja überall was rein. So, jetzt bin ich zufrieden mit dem. Jetzt würde ich noch mal tauschen. Super. Ich finde es total entspannend, dir zuzugucken. Sag, er hat was Meditatives, sowohl beim Machen als auch beim Zuschauen. Vielleicht auch nochmal eine Idee, Ostern steht ja vor der Tür, dass man für seine Lieben, wenn die dann zwar im kleinen Kreise, aber man mal schöne Bananenmuffins macht mit flüssigen Schokokern. Genau, und wenn man vielleicht nicht zusammen feiern kann, dann kann man die ja zumindest vorbeibringen oder ähnliches. Genau. Da kann man bestimmt eine Freude mit bereiten. So, hier in der Mitte würde ich noch mal einen reinpacken. Ansonsten wäre ich damit schon so zufrieden. Was sagt Ronja? Sieht gut aus. Ja, ne? So. Dann das letzte Blech noch mal angeschaut. Da war ich ein bisschen großzügiger, habe ich das Gefühl schon so vom Anfang. Aber ich gucke mal, wo ich noch was ergänzen möchte. Hier auf jeden Fall.
wenn ihr das riechen könntet, wie gut das hier nach Banane riecht. Ja, sehr lecker. So. Hier mal hier ein klein bisschen rein. Und hier. Man sieht auch, wie der Topf sich langsam leert. Langsam. Ja. Man weiß ja auch, also bei den Muffins, die gehen bestimmt auch ein bisschen hoch. Mit der Menge an Backpulver und an Eiern, die da drin sind. Das sind ja beides so, ja, so. Zutaten, die das hochgehen lassen, so ein Muffin. Genau. Ich würde jetzt, wie ihr seht, ich habe hier einmal, Ronja kann das vielleicht nochmal näher zeigen, einmal gekleckert. Da würde ich euch empfehlen, dass ihr das vorher, bevor es dann in den Backofen kommt, einfach entfernt. Weil das dann anfängt zu stinken. Dann nehme ich jetzt einfach so ein Zewa und wische das so ein bisschen weg. Das wird sonst schnell schwarz und dann stinkt das so ein bisschen. Als nächstes kommt das Nutella, denke ich mal. Genau. Und jetzt ist angedacht, einen Teelöffel Nutella in jeden Muffin zu geben. Hier wieder der Trick. Ich nehme zwei, dann kann man das immer schön von anderen wieder runterschieben. Die Schokocreme wird aufgemacht. Naja, mit einer Schere oder einem Messer am besten. Diese leckere Schokocreme. Ein Esslöffel wäre auch nicht schlecht. Genau, ein Teelöffel pro Muffin. Und dann auf den Teig geben. Boah, das sieht super aus. Auch sehr schön mittig. Ich habe mir ganz viel Mühe gegeben. Nee, super. Am Ende ist es ja das Ziel, dass dieser Kern, dieser Teelöffel Nutella von dem Teig umgeben ist. Und genau, man sieht das schon. Dann ist es natürlich gut, wenn das Nutella möglichst nicht den Rand, also die Papierförmchen berührt. Ich glaube, wenn es so ist, ist das auch überhaupt nicht schlimm. Aber der Effekt von dem Schokokern, von dem Nutella-Kern in der Mitte, ist natürlich am besten, wenn man, genau, wenn der Kern komplett von Teig umgeben ist. Für mich ist das jetzt hier eine richtige Herausforderung. Ich gehöre nämlich zu denjenigen, ich bin ein Nutella-Glas-Löffler. Wenn ich nichts Süßes zu Hause habe, aber ein Glas Nutella, dann kann es auch vorkommen, dass ich, deswegen vorhin auch der Esslöffel, dass ich mit einem Esslöffel das Nutella-Glas auslöffel. Ein süßer Zahn. Ja, ist mir auch schon passiert. Melina sich jetzt als einzige outet. Nee, genau. Doch, das ist auch schon, das ist passiert. Aber schon länger nicht mehr, glaube ich. Aber ich habe auch seltener Nutella zu Hause. Das ist bei mir mittlerweile was ganz Seltenes geworden. Ja, stimmt. So, wie ihr seht, das erste Blech ist soweit durch. Sieht sehr schön aus. Wir tauschen einmal. Hier ist es auch gut, wenn das Nutella, stelle ich jetzt gerade fest, schon eine gute Zimmertemperatur hat. Also wenn ihr es irgendwo kalt stehen habt, holt es schon mal raus und stellt es in einen wärmeren Bereich, dann lässt es sich einfacher. Dann ist es so, ja, gut cremig, sage ich mal, und dann lässt es sich gut verteilen. Man kann hier natürlich auch andere Füllungen, denke ich mal, nehmen, oder wer jetzt kein Nutella mag. Es gibt ja auch Nusspli oder andere Nuss-Nougat-Cremes, wo dann zum Beispiel noch mehr Nussanteil enthalten ist. Also da kann man natürlich auch wechseln. Nur, da wir das ja gesponsert bekommen haben, auch hier nochmal vielen Dank an das Kreisjugendwerk der AWO, die uns das Nutella gesponsert haben.
kann mir das auch total gut mit Erdnussbutter vorstellen. Oh ja. Für vielleicht auch die, die es gar nicht so süß mögen. Beziehungsweise die Erdnussbutter kann man dann ja auch, oder den Teig kann man dann ja auch süßer gestalten mit ein paar mehr Esslöffeln Zucker eventuell. Wie man das ausprobieren möchte, wie es einem gut schmeckt. Genau, oder jemand sagt, er hat sein Lieblings-Muffin-Rezept, so ein ganz normales Muffin-Rezept. Das kann man dann ja auch immer einfach mal versuchen, die mit Schoko zu füllen. Blech Nummer 3. So, ich zeig dir das hier noch einmal. Sieht sehr lecker aus. Ich habe da wieder ein bisschen aus Blech Genau. So, ich habe hier wieder aus Blech gekleckert, deswegen hier wieder einfach mit dem Zeber das so grob einmal wegwischen, damit es nicht anfängt im Backofen zu kokeln. Dann richte ich die aus, dass ich sie nachher nicht mehr anfassen muss. Ich bin auch echt gespannt, wie sie aufgehen. Und Blech Nummer 3. Ein Schokokern. Uns den Boden des Nutella-Glases. Wirklich? Ein ganzes Glas schon? Ui. Ja. Das waren jetzt ja auch nicht die Riesengläser. So, aber dann kann man, weiß man ungefähr für die dreifache Menge, braucht man ein Glas, denke ich mal. Genau, das Glas, was wir jetzt hier benutzen, ist ein 450 Gramm Glas. Und wenn es da schon langsam zu Ende geht, weiß man ungefähr 150 Gramm A12 Muffins, was gar nicht mal so wenig ist. Das war ja auch ein schöner Kern. Genau. Ihr hört es, das Glas wird aufgekratzt. Dieser ganz vertraute Geräusch. Tatsächlich für zwei. Ich brauche noch eins. Ich kriege nichts mehr raus. Komplett leer. Ich habe mir Mühe gegeben, es auszukratzen. Ich brauche tatsächlich das zweite Glas. Gut, dass wir vorbereitet sind. Über und dann könnte man die tatsächlich sogar noch mal machen. Vielleicht nicht dann mit Bananenteig, sondern noch mal mit einem anderen Teig. So. Dann hätten wir jetzt die Schokofüllung der Muffins fertig und würden uns als nächstes dran machen, jetzt den Rest des Teiges, den wir ja noch hier stehen haben, wieder oben drauf zu füllen. Hier würde ich jetzt darauf achten, dass sozusagen das Schoko, der Schokokern von dem Teig, der jetzt drauf kommt, wieder bedeckt ist. Und würde erstmal wieder nur so nach Gefühl was drauf machen und dann lieber nachher nochmal ergänzen, nicht dass die Förmchen zu voll werden. Thank you.
ich würde es tatsächlich erstmal so belassen und einmal wechseln. Und weiter geht's. Ups, das war hier mein Teestuhl, beziehungsweise ich war das mit diesem Stuhl. Und das Förmchen ist anscheinend ein bisschen kleiner, so wie das aussieht. Unterschiedlich große Förmchen. Macht das natürlich ein bisschen schwieriger. Dann muss man immer bei jedem Förmchen gucken, welche Menge man wofür nehmen möchte. Also für die untere Lage oder für die obere Lage. Deswegen generell lieber erstmal ein bisschen weniger und dann lieber was nachtun. Weil später das dann wieder rauslöffeln aus den Muffinförmchen, habe ich auch schon mal gemacht, ganz zu Anfang, als ich noch nicht so backerfahren war. Das wird eine Schweinerei. Dann braucht man viele Zewa-Tücher, um genau. Das, was daneben gefallen ist, auch wieder sauber zu machen. Ronja kann ja nochmal in den Topf schwenken. Wir haben jetzt das zweite Blech sozusagen mit dem Teig schon wieder bedeckt. Und wie ihr seht, es ist auch schon viel, viel weniger geworden. Und würde das jetzt erstmal so belassen und nochmal tauschen. Alles gut, geht. Und das sieht so gut aus, ne? Ja. So lecker aus. Das dritte Tablett. Ich freue mich auch, dass wir 3x12 Muffins machen. Ich finde die Idee auch einfach ganz schön, dass die Kids noch ein oder zwei mit nach Hause nehmen können. Vom Nahen, genau. Da sieht man gut, wie das Nutella von Teig bedeckt wird. An der einen oder anderen Stelle sieht man immer noch ein bisschen Nutella, aber ich gehe davon aus, dass das überhaupt nichts macht. Vielleicht legt sich der Teig auch noch ein bisschen hin, sodass der Nutella-Kern komplett bedeckt ist oder nicht. Ich denke, wenn das dann warm wird, dann wird der Teig den Nutella-Kern umschließen. So, jetzt muss ich tatsächlich schon nochmal wieder zusammenkratzen. Vom Rund runter. Und dann, ja, jetzt müsste ich ihn so zu mir anheben. Das sieht man da schlecht. Ich kratze jetzt sozusagen alles einmal in eine Ecke, damit ich das gleich dann wieder mit dem Löffel aufnehmen kann. Dann ist sozusagen der Topf eigentlich leer und man kann das hier aus der Seite wieder nochmal schön rauslöffeln. So, und jetzt habe ich noch genauso viel über zum Schluss, dass man noch mal schauen kann, wo in welches der Förmchen könnte man noch ein bisschen was packen. Ich finde, die sehen alle ganz gut aus. Ich hätte hier jetzt noch so ein bisschen was drauf gemacht. Vielleicht hier noch irgendwo. Einfach, dass man den Teig aufbraucht und es so gleichmäßig überall so ein bisschen verteilt. Aber das ist wirklich gut aufgegangen. Das freut mich. Sagen. Das ist doch gut. Am Anfang dachte ich, wir hätten ein bisschen viel. Und jetzt passt es sich ja doch ganz gut. Passt wunderbar. Jetzt habe ich mir noch schön die Finger eingesaugt. Aber das macht nichts, das gehört auch mit dazu.
So, unsere Muffins sind soweit fertig. Genau, nochmal einen letzten Blick drauf werfen, bevor sie jetzt in den Ofen gehen. Den haben wir ja schon vorgeheizt. Ich mache mal einen Check. Der ist auch schon vorgeheizt. Das Lämpchen ist aus. Und würde die jetzt, weil es ja Umluft ist, alle zusammen in den Ofen schieben. Und Ronja sagt uns dann gleich nochmal, für wie lange. Denn dann stelle ich unsere Eieruhr auf die angegebene Zeit dann gleich. So, der Backofen geht auf. Ach so, stimmt. Bei 200 Grad 20 bis 25 Minuten backen. Ich würde aber erstmal die Eieruhr auf 20 Minuten stellen oder vielleicht auf knapp 20 Minuten, um dann einmal noch nachzusehen. Vielleicht sehen die Muffins dann ja schon gut aus. Man erkennt es gerade ganz schlecht. Ich gehe nochmal zurück. Aber da müssten 20 Minuten stehen. Genau. Knapp super. 20 Minuten. Und dann sehen wir uns gleich, wenn die Muffins aus dem Ofen kommen. Die Eieruhr hat geklingelt. Schauen wir mal, was die Muffins machen. Ich würde sagen, die sehen fertig aus. Ich weiß ja nicht, was ihr sagt, aber wir finden die so gut. Genau, ja. Dann würde ich das gleich mal rausholen. Wir wollen ja auch testen, ob unser flüssiger Schokoladenkern sozusagen gelungen ist. Die anderen lasse ich jetzt für den Moment noch im Backofen einfach ruhen. Welchen möchten wir denn, Ronja? Ich finde, der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Dann nehmen wir den. Ganz ofenfrisch wird der jetzt einmal hier auf den Teller gestellt und das wird mal drumherum abgemacht. Ich bin ganz vorsichtig, ist auch noch heiß, also wartet ruhig noch ein bisschen zu Hause, aber wir wollen es euch jetzt natürlich auch zeigen. Wir haben die Muffins schon nach 20 Minuten rausgeholt und nicht die vollen 25 abgewartet. Ich lasse ihn jetzt mal so in der Verpackung, hole ein großes Messer. Dann schneiden wir den. Ich gucke mal, ob ich das hier so lösen kann. Oder wir schneiden es einfach einmal in der Mitte durch. Und schauen uns das jetzt einmal an. Ja, er ist hier schon so ein bisschen rausgelaufen. Aber man kann es von der anderen Seite ganz gut erkennen, finde ich. Da ist der flüssige Schokoladenkern. Genau. Und der ist jetzt noch sehr, sehr heiß. Wir wollten es euch nur aus dem Ofen frisch sozusagen zeigen. Wir lassen den ein bisschen abkühlen und probieren dann. Weil ich glaube, aktuell würden wir uns noch den Mund verbrennen. So, jetzt kommt natürlich noch der Geschmackstest, wie versprochen. Wollen wir auch probieren, was wir gemacht haben. Das sieht gut aus. Es verschwindet jetzt gleich in meinem Mund. Er ist auch noch leicht warm. Melina sieht zufrieden aus, auf jeden Fall. Man soll ja nicht mit vollem Mund sprechen, es schmeckt sehr gut. So, ja, da sieht man nochmal den Schokokern. Oben knusprig und innen flüssig. Voll lecker. Kann ich nur sehr empfehlen. Ich hoffe, sie schmecken bei euch zu Hause auch so gut, wenn ihr nachgebacken habt oder noch nachbackt. Ansonsten heute die Gelegenheit, bei uns in der Info vorbeizuschauen und sich leckere Bananenmuffins mit Nutella-Kern abzuholen. Genau, vielen Dank fürs Zuschauen. Nochmal vielen Dank auch an Ronja. Ja, vielen Dank, dass ich den auch gleich kosten darf. Ich freue mich auch schon. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.